Hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Gerade eben, beziehungsweise in der letzten Folge, für mich ist es gerade eben, die Thronwächter hießen sie, glaube ich, besiegt. Und damit gehen wir auch schon wieder rein. Sie hat sich sehr viel Zeit für den Revive gelassen und hier ist nix. Und der Revive war mein Glück. Ich konnte sie ganz easy platt machen. Super easy. Das war am Ende ein sehr, sehr einfacher Kill. Ja, okay. Also, ich habe jetzt hier so ein bisschen die Vermutung, dass ich noch zu den anderen Türen muss. Das ist hier seltsam. Gut. Dann gehen wir mal zurück. Habe ich den ein bisschen verfrüht gemacht, denke ich mal. Nun denn. Ich habe ja noch ein paar solcher Türen, die sich mit dem Königsring öffnen lassen, auf dem Schirm. Ach, ist da was, ey. Ich hab keinen Bock zu laufen. Für was habe ich die Dinger denn? Dann gehe ich jetzt einfach mal zur nächsten Tür, von der ich weiß, wo eine ist. Erstmal kurz leveln. 68.000 Seelen ist schon ein bisschen was. Ich will nicht schon wieder wie beim letzten Mal 50.000 einfach verlieren. Ja, Glitzer, Malakedins, Glitzer-Zeugs haben wir noch nicht. Wir steigen einfach auf. Einfach hochleveln. Und die Waffe, die skaliert ja mit. Komme ich hier irgendwie noch höher als auf 5,4? Nee. Dann lassen wir das. Dann gehen wir einfach gnadenlos. Nee, ein bisschen Leben wollen wir auch noch dazu haben. So. Und zum nächsten Türchen. Und zwar das nächste Türchen. Hier. Jetzt. Ich denke, dass jetzt vielleicht ein Boss nach dem anderen kommt. War das hier? Ich glaube, es war hier, ja. Lass mal bitte. Nee, ach, warum musst du mir. Oh, das ist doch. Diese Riesentrolle, ich hasse sie. Ich will sie auch gar nicht bekämpfen. Das sind grausige, grausige Gegner. Dann muss ich mich da durchrollen. Dann müsste es gehen. Ja, nein, nicht hauen! Oh, Mann, ey, dann. Hör bitte! Der soll aufhören. Mit dem Mist. So. Komm mal rauf, das Loch. Muss ich jedes Mal durch den durchlaufen, wa? War beim letzten Mal ja auch so, dass diese hinter der Tür kein Leuchtfeuer war. Ah, na? Aldias Festung. Dieser Loot da hinten, der ist ja mal sowas von ein Bait. Nee, wir looten hier gar nichts. Vergiss es. Lauf hier durch. Und fertig. Das ist, sieht alles nach Bait aus hier. Da habe ich keine Lust drauf. Auf Bait-Loot.
Oh nee, da ist was in der Kutsche drin. Nee, dich brauche ich jetzt definitiv auch nicht, Mira. Lass mich einfach hier durch. Hier ist Loot. Schwindende Seele, mir egal. Weiter. Lass mich mal hier hoch, große Drachen, Skelett, Gedönse. Was hier alles ist? Oh nee. Ja, komm. Lass mich durch. Oh, Mira, Alter. Ich hab gesagt, nee. Ich will dich nicht. Keiner will dich. Du bist ein Nervsack. Schlimmste ist hier gerade tatsächlich der... Wo ist er? Da. Ich habe ihn nicht gesehen, Alter. Mann, ey, dass er hier kommen muss, ne? Lass mich durch. Ich will nicht mit dir kämpfen. Oh, nee. Nee, noch mehr Baitloot. Da ist ein Hebel, da ist ein Hebel. Du machst die Tür auf, oder? Keine Ahnung. Ja, sehr gut. Weiter. Was soll das hier? Du bist Baitloot, will ich nicht. Leuchtfeuer? Hallo? Nee. Was ist hier los? Ich habe gedacht, ich komme zu einem Boss. Irgendwelche hässlichen Giftratten. Wag es ja nicht. Nee, habe ich auch nicht vor. Ich bin auf der Suche nach einem Leuchtfeuer. Aldis Festung. Jawohl. Kein Leuchtfeuer. Hallo? Hier vielleicht? Verschlossen. Ja, danke fürs Gespräch. Leuchtfeuerlü. Nee, dich kriege ich ja nicht auf. Ja, sehe ich selber, dass du verschlossen bist, Tür. Da ist ein fetter Oger hinter. Hier ist noch eine Tür. Was ist hier denn los? Ah, hier komme ich in den Raum mit den... Nee, das ist was anderes hier. Ha. Ja, machen wir wieder zu. Wir wollen hier nicht sein. So, tschüss. Ja, das ist der Raum, den ich unten gesehen habe. Da will ich... Da gab es doch keinen Durchgang oder sowas. Nee, da habe ich unten keinen Durchgang gesehen. Seltsam. Ja, dann musst du wohl doch die Tür aufmachen. Genau, das habe ich mir schon gedacht, dass das passiert. Lass mich mal durch. Und lass mich mal hier raus. Verschlossen, scheiße. Mach mal die Tür auf. Los. Schnell. Und saufen. Oh, da ist noch einer. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Nee, 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 nee. Ach nö. Wo bin ich denn hier gelandet? Ach du Scheiße, auf Pandora waren wir auch schon. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wächterdrache. Ah, ein Drache. Okay, gegen dich brauche ich eine fettere Waffe. Das bringt hier mir gar nichts. Mein kleiner Zahnstocher. Ja, warte kurz. Würdest du bitte wieder runterkommen? Finde ich jetzt nicht so cool von dir.
Aua. Oh oh, oh oh, oh oh. Oh gut. Genug Abstand, passt. Yes, oh, sehr gut. First try, ganz wichtig, weil ich habe nämlich kein Leuchtfeuer da hinten gehabt und bin durch einen Haufen riesige Mistviecher durchgerannt. Weiter geht's. Puh. Was ist hier los? Kriege ich hier endlich ein Leuchtfeuer? Drachensuppe? Speedrun heute. Ja, ich hatte keine Lust auf diese dicken Mistviecher. Dankeschön, Dankeschön. Da sind wir auch schon wieder raus aus Aldis Festung. Oder ist das immer noch Aldis Festung? Wahrscheinlich ist es immer noch Aldis Festung. Warum geht's hier so weit nach oben? Achso, wir sind jetzt innerhalb von so einem... von so einer Steinspitze. Ich höre was brutzeln. Das war nur die Fackel da oben. Ihr wollt doch jetzt nicht von mir, dass wenn ich hier weitergehe... Oh komm ey, ich brauche ein Leuchtfeuer. Nee. Puh, okay. Drachenhorst. Bitte Leuchtfeuer. Bitte, 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 bitte. Hey, was hast du mir zu sagen? Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free. Der mich befreien kann? Bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. Aha. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Huh? Take this. Alte Feder. Resist. The dragon welcomes you. Nee, nee, warte, ich will erst zum Leuchtfeuer. Ich habe nämlich das Leuchtfeuer gesehen. Danke. Oh, das war jetzt so wichtig, da unten schnell durchzulaufen. Für mich, weil ich habe die gesehen, die Gegner, und gedacht, nee. Leute, nee. Oh, warte. Davon kann ich auch noch was brauchen. Das macht nämlich die Ausdauer hoch. Das schadet nicht, ein bisschen mehr Ausdauer zu haben. Ey, wie riesig dieses Spiel ist. Das ist ja gigantisch. Und ich dachte, ich bin langsam am Ende. Aber es geht hier weiter und weiter und weiter. Auch hier ist noch mal was. Ja, ey. Du hast 100, du hast noch keine 100 Drachen gesehen? Hier, bitteschön. Was? Noch ein bisschen mehr? Hier, bitteschön. Was, reicht dir immer noch nicht? Hier, bitteschön. Ha. Ha. Ich denke, ich sollte vielleicht die alte Feder... Kann ich die irgendwie ausrüsten oder so? Was macht die...
Was sind das hier für Seelen? Thronwächterseele zum Erwerb zahlreicher Seelen oder. Feldstadt. Wo ist die Feder? Da. Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Hä? Eine alte Vogelfeder ermöglicht die Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer, an dem ihr euch ausgeruht habt, kann wiederholt eingesetzt werden. Aha. Nun, das ist ein Gegenstand, den ich liebend gerne... nein. Den ich liebend gerne hier reinpack. So. Na dann, los geht's. Das hier ist ein Labyrinth, oder? Nö. Ich dachte im ersten Moment, das wäre irgendwie ein Labyrinth, aber hier geht's meiner Meinung nach weiter. Also gehen wir weiter. Okay. Die Brücke wackelt. Drachenschrein. Danke. Er erschreckt mich schon wieder. Ey, du. Ja, hallo. How you grew up without photo with this dreadfully twisted world. Peace. Der Friede gibt den Menschen die Illusion von Leben, okay? Bis der Fluch ihr Fleisch berührt, wir alle haben dieses Joch zu ertragen, okay? Ja, alle Menschen vertrauen auf die Illusion des Lebens, okay. Aber ist das so falsch? Eine Konstruktion, eine Fassade und doch eine Welt voller Wärme und Glanz. Ja. Junge Hülle, die ihr bereit, das Joch abzuschütteln und dieser wunderbaren Lüge ein Ende zu bereiten. Es geht jetzt darum, ob ich mich für oder gegen das Leben entscheide, oder was? Nö. Du wartest auf eine Antwort, okay? Such nach dem Thron. Nach Licht, Finsternis und nach dem, was dahinter liegt. Okay, derjenige, der diese Geschichte geschrieben hat, muss sowas von depressiv gewesen sein. Meine Güte. So, darf ich jetzt? Dankeschön. Ja. Warte kurz. Ey, hi, Leute. Boah, das ist... Okay, ihr seid komisch. Ihr seid sehr, sehr komisch. Vergoldete Steingegner oder so. Keine Ahnung, ey. Aua. Nee. Nee. Kurz mal warten, bitte. Nee. Nein. Nein. Okay. Habe ich Lust, mich mit denen anzulegen? Die haben ganz schön wenig Schaden bekommen. Und die Kiste habe ich jetzt nicht gelootet. Ha.
Asketenleuchtfeuer. Ach, das war irgendwas Wildes, ne? Ah, die wanken gar nicht. Ich glaube, ich sollte hier wieder mit einer anderen Waffe spielen. Und mal gucken, was die macht mit denen. Ich glaube, ich nehme hier wieder das dicke Zweihandschwert, das immer wieder daneben haut, aber dafür die Gegner in Grund und Boden rammt. Ich probiere das mal gegen die beiden. Kommt mal her. Lasst mal den Dicken da durch. Nee, du Dicker, lass mal die kleinen beiden hier durch. Komm. Ja, das sieht schon besser aus. Viel besser. Aua. Aua. Boah, die machen aber auch Schaden, ey. Gut, ich hab den Loot. Muss ich hier irgendwas killen? Weiß ich nicht. Kann ich einfach dran vorbeirennen? Das Spiel besteht ja, wenn man den Weg kennt, eigentlich nur daraus, an Gegnern vorbeizurennen. Mehr ist es ja nicht. Aber ich kenne halt den Weg nicht. Aber der Weg, der wird mich nach oben führen. Na gut, komm. Auf wie. Upi Gods. Tschüss, ihr beiden. Ihr drei. Hi. Okay, so ein Dicker. Okay, hallo. Hier ist der Weg. Jawohl. Weiter geht's. Nie weggelaufen von den Gegnern. Ich laufe nicht weg. Ich laufe an ihnen vorbei, weil sie mir im Weg stehen. Okay. Ich glaube, hier bin ich nicht 100% richtig. Okay, das sind vielleicht ein bisschen viele jetzt. Wartet kurz. Lasst mich mal hier durch. Hi. Geht's da weiter? Da ist eine Tür. So, okay, dann versuche ich jetzt die einzeln zu triggern, weil ich muss mich doch irgendwie ein bisschen durchkämpfen zumindest. Ich muss mich ein bisschen durchkämpfen, das heißt, wir triggern die einzeln. Magiepfeil, ja, wird schon passen. Komm mal her, du. Ah, die anderen beiden merken das und kommen mit. Okay, alles klar. Nee. Was? Seltsam. Gut. Ging. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz für die beiden hier. Ich darf ihn nicht anvisieren, warum auch immer. Warte kurz, bitte. Ja, nee, ist klar. Ich glaube, ich muss doch mit dem Schild spielen, weil es das tausendmal einfacher macht. Wobei das Schwert hat die gerade so schnell gekillt. Ne? Ist halt die andere Seite. Also er kam ja eh nicht hierher. Das heißt, ich muss ja... Jetzt kommen die beiden Kleinen, oder wie? Er haut schon wieder dran vorbei. Es geht direkt wieder los. Komm her jetzt. Oh!
Nee, das ist scheiße. Nee. Die stehen mir einfach nur im Weg. Das ist absoluter Mist. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Scheiß auf die. Scheiß auf die alle. Ich finde den Weg auch so. Ich muss mir den Weg nicht freikämpfen. Das ist total lächerlich. So, dann ging's hier weiter. Aber da war ich links gelaufen, das war irgendwie Quatsch. Lass mich mal da rein. Jawohl, hier geht's eine Tür hoch. Perfekt. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht hier. Aha, guck mal. Jetzt wird's wild. Ist hier ein Leuchtfeuer irgendwo? Nee, sehe jetzt auf die Schnelle keins. Hallöchen. Servus. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? Nö. Hi, grüßt euch. Servus, guten Tag. Scheiße. Nee. Nee. Wenn dieser Drache da ein Boss ist und ich den ganzen verdammten Weg, okay, ich muss es schaffen bis zu ihm einmal. Um zu wissen, ob es ein Boss ist oder ob ich, dass ich, oder ob der irgendwie einfach nur cutscene-mäßig was triggert und dann hoffentlich alle Gegner weg sind. Die Türen sollten ja jetzt theoretisch offen sein. Dürfte es etwas einfacher machen. Nee, die Tür ist zu. Ach, halt's Maul. Ach, halt's Maul, Spiel. Ist da ein Leuchtfeuer irgendwo? Oh, ist das dumm, ey. Ja, also vor allem, was mich hier jetzt gerade tierisch nervt, ist. Okay, nee, dann muss ich doch das große Schwert nehmen, weil sonst brauche ich ja ewig für die ganze Nummer. Oh, dann kämpfen wir halt. So, was soll das hier? Schau mal, wenn ich mich hierher bewege, dann kommen wahrscheinlich die anderen beiden. Das heißt, wenn ich mit dem hier kämpfe. Nee, okay, doch nicht. Okay, den kann ich einzeln bekämpfen. Ich dachte, die anderen beiden kommen dann. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Die kamen erst, nachdem ich den angegriffen hatte. Er haut daneben. Keine Homing Missiles für mich. Drachenschuppe. Okay. Okay, ich glaube, der Dicke kämpft immer zuerst. Und die Kleinen bleiben stehen, wenn man den Dicken gekillt hat. Prüfen wir das mal. Ich glaube, man muss nur die Dicken killen. Ja, dann geht's. Dann ist es halb so wild. Dann dürfte das relativ einfach sein, da durchzulaufen. Ich
Ich dachte, man muss alle killen, die da auf dem Weg sind. Aber wenn ich nur den Dicken töten muss, dann haben wir das ja gleich. Servus. Ei, das ist so eine Art. Das ist so ein Dreck. Diese Keulen sind so scheiße. Diese Keulengegner, ey, das ist so dumm. Das Moveset von denen ist einfach nur ätzend. Ach, Mann, ey. Ja, komm her. Keulen Boys, ey. Ja, komm, willst du nicht nochmal draufhauen? Ja, perfekt. Draco, grüß dich, hi. Mann. Wenn die, nur diese Keule, alles andere ist so easy. Alles andere ist so einfach. Dieser Schwertboy hier, was kann er denn? Er kann gar nichts. Er ist mit 3 Hits kaputt und wenn ich es richtig anstelle, trifft er mich gar nicht. Verfluchter Mist. Nur der Keulentyp. Nur der Keulentyp. Ah, du spielst sehr gut. Dankeschön. Danke. Dieser dämliche Keulentyp. Der Rest ist alles Pillepalle. Tassilo, du hast da schon wieder Loot liegen lassen. Tassilo, guck dich besser um. Tassilo, loote gefälligst alles. Oh oh. Diese dämlichen Keulendinger. Warum habe ich mit dieser Keule so ein Problem? Warum komme ich mit dieser Keule nicht klar? Ich mache es jetzt anders, ich habe eine Idee. Komm her, du jetzt. Hau mit deinem Schwert zu. Ja, ja, ist gut. Triffst mich einmal, passt schon. Willst du nicht nochmal irgendwie einen Schlag machen? Jawohl, den mag ich am liebsten. Aua, Mist. Der Keulentyp sollte leveln gehen. Ja, allerdings, ey. Damit er mich one-hitten kann. Wisst ihr, also, keine Ahnung, ich renne hier in Bosse rein, wo ich höre, du wirst da noch 1000 Mal sterben. So, 5. Try, kaputt. Und dann werde ich von solchen Pillow kleinen Pissgegnern, die mit 5 Schlägen tot sind, die stressen mich dann. Die nehmen mir den Willen am Leben. Mann.
Ach Gott. Gartschupfer, hoi, ei, grüß dich, den Namen habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, hi. Long time no see, ja, absolut. Wenn ich dir nicht ausweichen kann, dann block ich dich halt. Oh oh. No! Oh nein, hör auf drauf zu hauen! Er hört nicht auf! Er hört nicht auf! Ich bin jetzt wütend! Ich hau immer wieder drauf! Stirb, du kleine Made! Stirb! Mann, ey! Das gibt's nicht. Ah, der Keulentyp. Der Keulentyp. Nee, was mache ich denn jetzt? Quatsch. Welches Schild ist eigentlich das Beste? Hier fehlt mir noch ein bisschen Stärke. Ja, das passt schon. Der große Hammermann. Ja, ja. Guck mal hier. Batsch, batsch. Jetzt wird er auf einmal auch noch schneller. Er wird schneller. Warum? Warum wirst du schneller? Hör auf! Es reicht doch! Ich darf nicht zweimal hauen. Ich darf nicht zweimal hauen. Der Hammertyp. Der Hammertyp macht mich kaputt. Der Typ mit der Keule. Der Billo Bob mit der Keule killt mich. Die ganze Zeit. Du wirst schon sehen, warum meine Aussage gekommen ist. Ja, okay, das heißt, an der Stelle erscheint nochmal ein anderer Boss, oder was? Das ist doch blöd, solche Aussagen, ganz ehrlich. Also, ich bitte dich, sowas zu unterlassen. Einfach. Egal, ob es getrollt ist oder nicht, mich nervt's langsam, ehrlich. Damit ist niemandem geholfen. Sonst muss ich dann doch mal den Mute, den Timer auspacken oder so. Bitte hör einfach auf. Es ist irgendwie, ich find's nicht cool. Wenn's halt was ist, was getrollt ist, so mal ein bisschen eine Kleinigkeit, okay, aber da irgendwelche Bosse teasern, die noch kommen und solche Späße. Ich will das Spiel so spielen, ich würde es gern echt probieren, das so zu spielen. Ey, er hört nicht auf, drauf zu hauen. Ich würde es wirklich gern versuchen, mit euch das Erlebnis so zu spielen, als würde ich es offline spielen. So. Ich möchte das wirklich probieren.
Wir können gerne miteinander sprechen, aber vielleicht hören wir einfach auf, über das Spiel zu reden. Wie wär's? Und wenn ihr euch was sagen wollt über das Spiel, dann könnt ihr euch auch direkt auf Twitch untereinander austauschen. Ja, der Gartschupfer, der hat recht, ey. Pure Rage, ey. Meine Augen, ja. Irgendwann kriege ich auch so rote Augen und laser euch alle weg. Dann werde ich zum Homelander. Laser alles weg. Der dämliche Keulenboy, ey. Ich habe so viele Waffen, ich glaube, ich schmeiß die jetzt alle einfach weg. Ich finde, die muss immer ewig nach diesem Katana suchen. Und wie er rumzubbelt, ne? So. Nimm dein Schild hoch, Mann! Endlich! Oh, finally. Oh. Endlich. Bleibt ihr gefälligst stehen? So, was hast du? Ein großes Schwert. Ja, gegen die Schwerter und gegen alles, gar kein Thema, ne? Wo geht's da hinten hin? Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer oder irgendwas? Dass ich nicht so weit latschen muss. Nee. Ich muss einfach die 5 Leute killen, bevor ich zu dem Drachen kann. Und hier kommt ja der... Hier ist ja einer auf der Treppe, so ein... Keine Ahnung, was er ist. Finden wir jetzt raus. Du wirst ja wahrscheinlich gegen mich kämpfen wollen. Schätze ich mal. Oh oh. Oh oh, das war schlecht. Ja, geht. Alles easy. Mist. Komm. Draco, no backseat gaming, no help. I want to play this game by myself. Please don't tell me what to do. I don't need that. This is the experience I want. I don't want help. Thank you. Okay. So, was hast du zu berichten? Dunkelheit verschiebt und ändert sich. Aha. Okay. Wieder steht jemand vor uns. So sei es denn.
Okay. Denn der Fluch des Lebens ist der Fluch des Verlangens. Aha. Okay. Und so blickt ihr. Ja. In den Nebel auf der Suche nach Antworten. Ja, immer noch. Genau, das tue ich. Herz des Aschennebels. Hast du sonst was für mich? Sagst du noch was? Nee? Echt nicht? Das war's? Ha, was mache ich mit Herz des Aschennebels? Ich habe keine Ahnung, keinen blassen Schimmer. So, das war das eine Tor. Das war im Schattenwald oder bei dem Schattenwaldgedönse. Dann war noch ein Tor. Oh, jetzt wird's schwierig. Ich weiß, dass irgendwo hier noch ein Tor sein muss. Aber wo war das? Wo hatte ich dieses Tor gefunden? Ah, ich weiß. Gehen wir mal dahin und gucken mal, was da los ist. Nope, hier runter. Dann, ja, genau, hier rüber. Da rein. Hier rum. Und voilà, nächstes Tor. Ach, schön, dass ihr alle da seid, Leute. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Was treibt euch hierher? Lasst mich durch. Leuchtfeuer. Okay, wow. Super unnötig. Unnötiger geht's nicht. Hallo? Ach, den kann ich jetzt untersuchen. Okay. Was passiert hier? Wo bin ich? Was ist das hier? Gedenken an Yay. Yay! Weilt nicht zu lange in dieser Erinnerung. In einer Erinnerung? Ja, gut. Bin ich auf der Suche nach einem Boss hier? Ich denke mal, dass ich auf der Suche nach einem Boss bin. Wow, Leute! Chill mal. Nein. Das will ich tun. Ey, Leute. Nee. Könnt ihr mal nicht? Könnt ihr mal bitte nicht? Große Titanitscherbe, okay. Bist du das, was ich killen muss? Du bist das, was ich killen muss. Nee. Uff. Okay, aber die beiden da vorne. Okay, die kommen dann nicht zu mir. Okay. Hier brauche ich, glaube ich, nicht mit dem Schild probieren, irgendwas zu tun. Deswegen. Ja, immerhin keine Keule. Ja, absolut. Ah, deswegen nehmen wir den Kollegen hier. Auch wenn ich ihn schrecklich finde. Nee, warte, hier lang. Kann ich das nicht überspringen? Doch. Eine riesige Holzkeule aus Ästen. Okay. Das ist ganz schön viel
hier lang, dort lang, dadurch Gedönse, bis man hier zu diesem Boss kommt, ne? So, oh, okay, ja. Ich sehe halt auch nicht, was er für eine Bewegung macht, weil er zu groß ist. Scheiße. Kacke. Und nochmal. Ah, warte mal, ich brauche ja den Ring jetzt gar nicht mehr. Ach, scheiß drauf, das bisschen mehr Schaden, was ich hier bekomme oder auch nicht. Wurscht. Nicht mich hauen. Jetzt warten wir kurz, bis der Nebel sich verzogen hat, damit ich was sehen kann. Oh, wow. Jetzt, Adley. Ich hab daneben gehauen. Es ist so rigged. Es ist so rigged, dieses Schwert. Lass mich mal sehen, bitte. Ich sehe gar nichts. Ich darf nicht ausweichen. Ach ja. Okay. Die Sicht ist scheiße, wenn man seine Füße anvisiert. Absolut beschissen. Man sieht gar nichts, was er macht. Du kannst dich kaum drauf einstellen. Der Platz ist begrenzt. Bisschen zu wenig Platz. Dann muss man sich jedes Mal hier durch diese Sequenzen und durch die Ladezeit durchwursteln, was auch ziemlich bescheuert ist. Total lächerlich, warum denn? Woanders geht's doch auch ohne. Wegen diesen paar Sequenzen hier, was hier passiert? Lol. Witzlos. Also ganz ehrlich. So, dann muss ich hier aufpassen, dass mich, wenn ich hier auf das Feuer warte, wenn ich hier warte, dann kommt hier einmal so ein Feuer, ne? Genau. So, jetzt kann ich. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich genug Ausdauer habe. Und immer schön hinter ihn gehen. Oh ne, er trifft mich dort auch. Okay. Warte kurz. Ja. Das hat mich, irgendwas hat mich getroffen. Ich weiß nicht, was es war. Es hat mich schon wieder irgendwie was getroffen. Kann nicht genau sagen, was das da immer ist, teilweise. Ich sollte aber jetzt einen saufen. Ja, genau deswegen habe ich mir schon fast gedacht. Und er liegt. Gut. Saufen. Ist da ein Leuchtfeuer? Nee, das sah nur so aus. Sympathische irgendwas. Ein Schlüssel habe ich bekommen. So, wie komme ich hier wieder raus? Riesenseele. Okay, danke. Nice. Gut. In dem Fall ist dieses Tor auch erledigt. Wo war das nächste?
Boah, das ist jetzt... Ich glaube mich zu erinnern, dass ich... Wo ist es? Sag mal, es kann doch jetzt nicht so schwer sein, diesen Ort zu finden, wo ich hin will. Hä? Bin ich jetzt doof? Ist es das? Nee. Das ist es auch nicht. Das auch nicht. Das hier? Nein. Hä? Ah, hier. Jetzt. Da will ich hin. Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht sicher. Tatsächlich. Ob ich hier einen Weg finde. Erstmal leveln. Ob da noch so eine Tür war. Ich glaube, unten im Keller... Oh, da kann ich ein anderes Leuchtfeuer nehmen. Da müsste ich schneller dort sein. Da muss ich nicht so Aufzuggedönse fahren und so. Komm, wir machen noch ein bisschen Stärke hoch. Und einmal Leben noch. Und zwar, wenn ich hier hingehe und dann zurücklaufe. Ich glaube, dass da irgendwo so ein Tor war, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. War das hier oben? Nee. Nee, ich glaube, ich bin falsch. Oh, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob hier eins war. Ich sollte jetzt mal schauen, was diese Schlüssel sind. Komm mal rauf. Danke. War hier irgendwo noch so ein Tor? Nee, warte mal, von da bin ich... Da kommt man von oben, oder? Und hier war eine Kiste. Ich glaube, hier war nichts mehr. War beim Drachentöter, bei dem alten Drachentöter, war da eins. Servus. Krass. Wie die wegsterben jetzt. Da waren der dreifache Loot, genau. War beim alten Drachentöter unten in der Kathedrale irgendwas? Nee, ne? Da war auch nix. Ging es hier noch weiter runter? Nee. Sieht schlecht aus. Ja. Da weiß ich jetzt auch nicht. Twitch, Leute, bleibt kurz dran. Ich mache gerade eben ein Outro. Nicht erschrecken, es geht gleich weiter. Aber für YouTube mache ich an dieser Stelle ein Outro. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Suche. Vielleicht hole ich mir auch einen kleinen Tipp. Weil im Prinzip wäre es ja jetzt einfach nur alle Gebiete nochmal ablaufen, bis ich was finde. Und da bin ich mir nicht sicher. Das ist halt zum Anschauen wirklich gar nichts. Und da wäre es dann so ein... Da müssten wir einfach uns gegenseitig ein bisschen entgegenkommen, dass ich sage, ich hole mir einen kleinen Tipp und damit ihr auch weiterhin Spaß haben könnt beim Zuschauen. Weil wenn ich jetzt hier einfach wild in der Gegend rate, dann
Ja, dann laufe ich jetzt eine Folge oder zwei in der Gegend rum und weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Stinke langweilig. Deswegen mal gucken. Bespreche ich jetzt gleich mal mit dem Chat, wie wir es machen. Und alle, die hier auf YouTube eingeschaltet haben, euch wünsche ich noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.